Tür! Jin. Yuna. Ich hätte hier nicht mit dir gerechnet. Ich würde gehen, wenn ich könnte. Wer hat das getan? Ein mongolischer Kriegsherr, Altan. Ich hörte schon Geschichten aus Utsuna. Er terrorisiert seine Umwelt, raubt Essen, Medikamente, löscht Familien aus. Und wenn sich jemand wehrt oder weglaufen will, wird er erlegt. Wie ein Tier. Einer alten Freundin gehört das Gasthaus da unten. Ich kann sie nicht hier lassen. Wir finden sie und werden den Kriegsherrn töten. Das Gasthaus ist hier lang. Wer ist deine Freundin? Sie heißt Ichi. Ich kenne sie seit meiner Kindheit. Sie lehrte mich, wie ich überleben kann. Hast du sie seit der Invasion gesehen? Nein, schon seit Jahren nicht mehr. Beobachten wir das Gasthaus. Von hier drüben haben wir gute Sicht. Dieser Mann könnte uns sagen, was uns drinnen erwartet. Sprechen wir mit ihm, bevor sie zurückkommen. Ein Samurai? Was wollt ihr? Wir wollen helfen. Ihr solltet nicht hier sein, wenn die mich sehen. Wir suchen Ichi. Ihr gehört doch das Gasthaus. Habt ihr sie gesehen? Wachen! Hilfe! Verräter! Es gibt Ärger! Ich bereit. Yuna. Ichi, du lebst. Warum seid ihr hier? Wir wollten dich retten. Du hast mich getötet, Yuna. Ich machte die Invasoren betrunken und lenkte sie ab. Doch wenn man Altan berichtet, was ihr getan habt... Du hast mit den Mongolen gearbeitet. Um zu überleben. Du hättest kämpfen sollen. Und du hättest fliehen sollen. Wie du es immer tust. Sie riskierte ihr Leben, um euch zu retten. Tut euch einen Gefallen, Herr. Haltet euch von ihr fern. Ichi, wir beschützen euch vor Altan. Sagt mir nur, wo ich ihn finde. Niemand weiß, wo er ist. Auch seine Männer nicht. Aber wenn ihr seine Aufmerksamkeit wollt... Sagt's mir. Findet seine wertvollsten Verbündeten... Die japanischen Sklavenmeister. Statuiert ein Exempel an ihnen. Dann findet Altan euch. Wer sind die Sklavenhändler? Fragt Yuna. Sie wird sich erinnern. Ich weiß nicht, was zwischen euch vorgefallen ist. Aber sie will nur helfen. Yuna hatte ihre Chance. Was hat sie gesagt? Nicht genug. Wenn wir Altan aus dem Versteck locken wollen, müssen wir ihn provozieren. Der Geist schafft das. Wo fangen wir an? Bei Altans engsten Verbündeten.
Japanische Sklavenhändler. Die Mamushi-Brüder. Ichi sagte, du kennst sie. Das dachte ich mir. Die drei Mistkerle haben einen Hof beim Fluss. Triff mich dort, wenn du bereit bist. Wir tun das gemeinsam. Das werde ich. Danke, Jin. Ruhig. Ganz ruhig. Da bist du ja. Sieht wie eine Festung aus. Die Mamushi-Brüder möchten nicht, dass jemand sieht, was hinter diesen Mauern passiert. Sie führen ein Sklavenlager. Du warst dort drin. Außer Taka und mir ist noch nie jemand entkommen. Wann warst du hier gefangen? Vor einer Ewigkeit. Taka und ich waren noch Kinder. Kannst du dich noch daran erinnern? An jede Sekunde. Kichisos Schläge. Mansos stinkender Atem. Und Tatsuis schmierige kleine Hände. Wir töten die Brüder und schicken ihrem Anführer eine Botschaft, damit Altan reagieren muss. Gehen wir. Botschaft an alle, die auch nur an Flucht denken. Die Mamushi-Brüder waren schon immer grausam, aber nie auf solche Weise. Altan bringt das Beste im Menschen hervor. Jin, ich kann das nicht. Aber ich kann da nicht wieder rein. Das musst du auch nicht. Bleib hier. Ich überbringe deine Rache. Lass sie leiden, Jin. Für Taka. Für jede unserer Narben. Für jeden Kopf eines Arbeiters, der einfach nur um mehr Wasser bat. Lass sie für mich leiden. Ich vergelte ihre Grausamkeit und töte sie. Das wird nicht reichen. Nicht nachdem Altan sie hierzu brachte. Ich töte sie im Schlaf. Ohne dass man mich sieht. Altan soll wissen, dass niemand dem Geist entkommen kann. Die Mongolen werden eine Woche nicht schlafen. Tu es. Jin, wenn wir hier scheitern, lass dich nicht lebend fangen. Sanabuto.
Seid still! Ich bin euer ständiges Gewinsel leid. Wie ein kranker Hund. Ihr wisst, was wir mit kranken Hunden. Ihr verdient Schlimmeres. Jetzt euren Kopf. Noch zwei Brüder. Tut mir nichts, bitte. Ich sag es niemandem. Ihr seid hier sicher, bis eure Peiniger tot sind. Arbeitet schneller! Unsere mongolischen Freunde sind hungrig und brauchen Essen. Wenn ihr die Tagesration nicht schafft, füttere ich sie mit etwas anderem. Erinnert ihr euch an Shizu? Die Vögel picken an ihren Knochen, aber ihre Eingeweide füllen die Mongolenmägen. Ich nehme euren Kopf. Der Rest ist für die Insekten. Ein Bruder übrig. Was zum Beispiel? Mit den Mongolen
könnten wir die Hauptstraßen übernehmen. Die Handelsführer. Kopf für eure Grausamkeit. Das war der letzte. Jetzt wieder ungesehen zurück zu Yuna. Юуч биш бололтой. Чи харв уу? Sie nehmen keine Sklaven mehr. Haben sie gelitten? Nicht so sehr, wie sie es verdient haben. Aber ganz Ozuna wird von ihrem Schicksal wissen. All die Gräueltaten, die sie begangen haben. Jahrelang. Ich wusste es. Aber ich tat nichts dagegen. Du kannst jetzt etwas tun. Schicken wir Altan eine Nachricht. Verfasst in Blut, bedeckt mit Pflegen. Locken wir die Mongolen raus und schicken unsere Botschaft. Ich will zusehen. Wir verstecken uns im hohen Gras. Ich werde sie rauslocken. Sieh sie dir an. Laufen weg wie feige Hunde. Davon wird Altan erfahren. Aber das reicht nicht. Alle Sklaven auf diesem Hof kamen von einem Mann, dem Schwarzen Wolf. Dann jagen wir ihn und begraben den nächsten von Altans Freunden. Ich suche den Schwarzen Wolf an der Küste, bei seinen alten Jagdgründen. Such mich dort auf.